Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand Showdown. Heute kriegt ihr wieder eine Doppelfolge von mir, eine relativ kurze und eine relativ lange Runde. Und in der ersten Runde, da spiele ich eine Spectre, ganz normal, mit einer Uppercut. Und ja, wir haben den Boss gelegt, haben den verteidigt, wir wurden angegriffen. Aber insgesamt, auch wenn es coole Kämpfe waren, war es trotzdem insgesamt relativ schnell abgehandelt und deswegen gibt es auch noch eine zweite Runde hinten dran. Da spiele ich eine Sparks und eine Nagant-Schalldämpfer mit Fächern. Und da haben wir auf Dessal die Kirche angegriffen, beziehungsweise in der Kirche war der Boss. Wir haben angegriffen während dem Bosskampf und wurden währenddessen von außen wieder angegriffen. Das war ein Chaos. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade aus dem Kopf raus gar nicht, wie viele Teams da insgesamt beteiligt waren. Aber es waren coole Kämpfe, intensive Kämpfe. War, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr actionreich und ja. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Schossen, keine Panik. Ist der Mann seine Vorhaut los? Was? Was? Moment, du nimmst doch auf, ne? Ja. Na dann nicht. Okay, gut. Ich habe über meinen jüdischen Glauben gesprochen, Leute. Chillt mal in den Kommentaren. Was? Du bist Jude? Ja, ja. Christ auch und Moslem. Gleichzeitig noch Buddhist und Dalai immer irgendwie. Hinduist. Sind das denn die Hindus? Mit was geht. Ja, man muss flexibel sein heutzutage. Je nachdem, was dann nach dem Leben nach dem Tod kommt, sage ich, ey Freund, ich bin bereit. Mormone musst du sein. Das haben wir bei South Park gelernt. Nur die Mormonen kommen in den Himmel. Ja, das stimmt. Ah, okay. Da bin ich leider raus. Dum, 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 dum. Das war eine schöne Folge. Habt ihr gelesen? Das, nee. Okay. Gutes Gespräch, nächstes Thema. Okay. Johnny Depp kriegt für einen Tag Dreharbeit für fantastische Tierwesen einfach 16 Millionen Dollar. Na. Das ist Stundenlohn, für den würde ich auch arbeiten gehen. Aber der ist doch nicht mal dabei beim Cast. Genau, deswegen nur einen Tag. Na, ja, der wird mal so eine Gastrolle haben oder sowas. Ausgeflogen, hatte aber diese hier Schieß mich tot Klausel drin, dass er voll ausbezahlt wird. Tja. Ja, klug musste sein, ne? Ja. Mit dem stimmt, du musst ja noch die großen Neuigkeiten verkünden. Ich habe gestern, vor drei Tagen, zum ersten Mal Harry Potter gesehen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt geht's rund. Also, falls jemand noch eine Filmkritik zu einem 20 Jahre alten Film braucht, gerne anschauen. Ja, ich hätte gerne jetzt eine. Also, es geht um einen Jungen, der, ein Zauberer, hat aber nicht ein Kartenspiel in der Hand, dementsprechend ist eigentlich kein richtiger Zauberer. Und dann gibt es noch so einen Typen, der frisst sich in den Hinterkörper von anderen Leuten. Ach, den ersten hast du geguckt. Ja, den ersten. Okay. Auf Hilfe. Ja, bin doch da. Hä, was? Hat er gerade zwei Hammerschläge ausgehalten? Ja, manchmal passiert das. Achso, oh, ich hab die Tür abgeschlagen, oder was, der Emulator? Ach, was weiß denn ich? Ja, geil! Da kommt noch einer! Könnt ihr noch ein bisschen üben? Ich hab jetzt mit dem ersten angefangen und jetzt mal gucken, was geht. Ich find so ab dem vierten findest du tatsächlich gut. Am Anfang sind mir das noch zu sehr Kinderfilme. Ich find die Musik klasse. Ja. Mein allererstes Kartenkunststück-Video zu hochgeladen mit der Musik. Das sind wohl Gegner. Ja, ich weiß nicht von wo. Hab's gepinkt. Auf dem Dach über mir. Einer down. Down. Der letzte down ist weg. Auch down. Schön gemacht. Stark gemacht, Tim.
Muss ich einfach so dreckig gemacht hast. Der hat einfach mal hier auch das Low. Ah, nein, ich will mein Skin zurück. Für den habe ich nicht hart gearbeitet, aber ich will ihn wieder haben. Oh, ich will nur Muni wechseln. Ja. Ich hab jetzt zwei. ja, Hashi, dann loopt uns den noch, denke ich mal. Ist die Chaos, den hier. Da ist ja noch eine Toolbox daneben, ne? Ja. Ja, ja. Aber ich hab auch nicht. Also, hier liegt nur Infiltrate, ne? Also, falls da eine Spektrum so. Was liegt dafür jetzt im Bett hier? Alles klar, super Mensch, gell, Kollege, du denkst, Mensch. Du hast komplett hier weg. Schön gemacht, ja, David, schön gemacht. Da kommen noch welche. Laufen, glaube ich, auch auf dem Dach rum. Ja. Hat einen Hit. Hat einen Hit. Erstmal sein. Auf dem Dach war noch einer. Ne, da komme ich gerade her vom Dach. Ne, das waren doch jetzt nur zwei, oder? Ich guck. Es waren nur zwei, glaube ich. Aber hier liegt auch eine Astromat. Nein, der ist hier bei mir. Oh, wow. Nitro. Warte, ich weiß was. Achtung, Dynamit. Hab ich dich getrackt? Da hat zwei getroffen. Draußen. Jetzt, ja. Nein. Du hast getradet. Ja, ja, ich weiß besser. Absolute Verwirrung. Na gut. Oh, hier liegt dann dem Nitro, wenn die jemand mag. Nee, die Afto. Afto und ich ist auch immer so ein Verhältnis, ne? Wenn du sie nicht willst, nehme ich sie. Ja, ich nehme sie mal mit, weil ich sie selten in der Hand habe, aber gerade deswegen scheint es halt immer mit da rein. Hä, waren hier nicht zwei? Ja. Hier und hier. Nee, das, nee, das ist der erste. Hier ist einer. Ja, und da ist der andere. Oh lol, das wäre mir gut beim Boden drin. Ja. So, ich hab jetzt einen, ich loot noch den mit der Nitro und dann. Ich hab auch nur einen, das wird schon reichen. Tschüss. Ah ne, den habt ihr schon beide, okay. Wollt ihr runter zum anderen Boss oder raus? Zwei kleine Balken. Wie viel Prozent sind's denn? Ich kann's nicht sehen. Ich seh's auch nicht. Sehr gut. 100? Ja, gut, ist für uns alle 100. Also, keine Ahnung, wenn die jetzt wirklich bei ein paar 90 sind und so. Ja, nein, dann lass es rausgehen. Ich hab keinen Bock, da jetzt runter zu marschieren und dann. Ja, eben, deswegen, ist schon noch ein gutes Ziel. Halt die haben halt auch einen Ausgang bei sich. Eben. Hab nämlich voll damit bekommen, wann angefangen haben zu wabbern. Alles, gell? Gleich so ein Scheiß mit dem Ding. Der Zombie lebt auch noch. So.
Ja. Du musst jetzt nichts mehr töten, ne? Ich habe jetzt einen Schalldämpfer dabei. Ich habe Challenge completed. Okay. Die könnten ja uns entgegenkommen gerade, ne? Nee, von da hinten rechts können die kommen. Meine ich doch. Also von da hinten rechts, wo der Clou ist. Die laufen von rechts auf den Clou zu und wir von vorne. Oh, ich würde gerne da drüber springen. Na, dann. Bin nun gepanzert und siehst, ich hab Leuchtlimmat dabei. Na, egal, alles gut. Ich hab Wurfechse dabei. Nee, ich meine diesen Stacheldraht, Idiot. Achso, du machst ja genauso kaputt. Richtig. Toll. Wenn ich meine Challenge beendet habe, diese Blutlevel, dann können wir ja mal unsere Ausrüstung mehr abstimmen. Ich glaube, das macht auch nochmal viel aus. Könnte man meinen, aber ich finde, wenn du irgendwas spielst, wo du vielleicht gar keinen Bock drauf hast, nur weil es gerade besser zum Team passt, hilft es auch keinem. Das ist ein Trade. Lightfoot. Warte, da ist mir gerade wieder weg. Was hat dich diesmal aufgehalten? Ein Step-Geräusch. Aber ich bin bei dir. Vor uns in der Kirche direkt. Über die Brücke im Wasser ist ein Wasserteufel. Die haben aufgeschreckt, ne? Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass die schon weggehen. Ah, der Boss ist hier. Ich schmeiß eine Sticky dran. Hinter uns! Brennt's nicht, ne? Nein, ich brenne nicht.
So. Was ist denn für eine Waffe? Kann ich da durchtauschen? Ich brauche Munition. Ging der Schuss auf dich? Ja, ja, der ist im Süden. Der war gerade auf den Gräbern drauf, ist jetzt aber wieder unten. Kommt dran. Mhm. Das klingt nach. Ich habe so hart den Überblick verloren. Egal. Ich habe die Tür wieder zugemacht. Mhm. Boah. Hit. Der war hier drauf. Ja. Oh, direkt hier. Hab ihn. Schön. Einer relativ nah, einer ziemlich weit weg. Oh, da geht's wohl nicht raus. Kommt wieder einer hoch. Ah ja, also da kommt das keine mehr rein, nur raus. Leitern? Ja. Ist der bei dir drin? Nein. Ich glaube, der steht hier vorm Fenster und lauert durch. Warte. Wie viele Sekunden hast du noch? Guck doch einfach. Ja, der steht direkt hier vorm Fenster. Bombe.
Es sind drei. Ja. Eine, zwei. Hast du den getötet oder ist der im Stachel drauf gestorben? Ist da einer drin bei dir? Ich weiß es nicht. Die schmeißen halt was. Ja. Nee, ich habe eben Holzsteps gehört und konnte die nicht so ganz zu dir zuordnen. Chaosbombe, keine Panik. Ja, ja, nö, ich bin ganz ruhig. Sind beide Richtung Südosten bei dir da. Kannst du mal... Warum schießt du mich an? Ja, weil du gerade an mir vorbeigelaufen bist. Aber der hat die Karten gemacht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das wollte ich herausfordern. Da ist nur noch einer am Osten. Komm, wir pushen den. Warte, warte, warte. Lass kurz... Alles nachladen. Ja, ich bin nachher. Ja, ich höre, ich höre, ich höre, ich höre. Ne, im Osten. Da ist, ist er. Ja, aber hier ist ein Abwelt. Wo? Ich hab einen Bogen. Ha? Ich hab einen Bogen. Ich weiß, aber wo ist er? Ich mach den. Ich wurde mit irgendwas gerade. Ich sag doch, da ist noch einer. Ja, ja, ich hab doch gesagt, im Osten. Kurz Ruhe, Ruhe, Ruhe. Scheiße. Hat einen Hit. Ich bin hier gerade voll mit Problemen behaftet. Ach ne. Hast du noch Sekunden? Nein. Gib mal meine Himmelsrichtung. Ich hab keine Ahnung. Hast du auch keine mehr? Nee. Der Bogenmann ist hier bei mir. Ja, ich werde geschossen, ja. Ich brauch Hilfe. Ich brauch dringend Hilfe. Wo ist er denn? Hinter der Mauer. Halten einfach nur hin, dass er nicht angreifen kann. Du geiler Typ. Da kommt noch einer. Wo? Von Südwesten. Halt ihn auf, damit ich die Sekunde krieg. Läuft auf Holz rum. Ah, der ist auf dem Dach. Ja, der ist auf dem Dach oben. Ja, ist ein Mountain Man. Down. Warst du das? Ja. Womit? Schalldämpfer. Wo kam der jetzt noch her? Ich hab doch gesagt, da ist noch einer. Ich weiß nicht, wo der dazugehört. Alle weg. Alter, was eine gestörte Runde schon wieder. Ich fand sie mega. Wo ist der Scheißding? Achtung! Dieses. Der hat uns zwar geholfen, aber er ging mir auf den Sack.
Aha. Dann guck mal, wenn ich ein bisschen was mitrupfe. Naja, du hast bis jetzt mehr gemacht als ich. Heute, den Abend. Hier liegt noch einer. Ja. Aber wer ist denn da mit den Konstantinas hirnlos abgegangen? Na die? Hä? Na die? Ach was. Meinst du, dass das die waren? Ich weiß, dass die das waren. Hm. Ach, Idiot, jetzt bin ich extra da rein, um meine Sparks wieder zu holen. Jetzt habe ich sie wieder liegen lassen. Keiner da. Ah, da müssen doch noch mehr gewesen sein. Also wir haben jetzt... Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 gelootet. Hier ist der sechste. Warte, wir haben hier einen. Da hinten ist übrigens ein Trade, den hinten. Hinterm ja, Band. Den wollte ich vorhin holen, aber... So, 1, 2, 3. Auf dem Dach 4, da hinten 5, der daneben 6. Sind 3 Teams bisher. Dann haben wir die vorher schon eins gemacht, ne? Ja, aber die haben ja hier draußen noch eine jede Menge rum eskaliert. Ja. Das Problem ist, du weißt ja nie, wo da wieder aufgestellt wurde, warum da so viele getötet wurden und so. Lass uns einfach rauskriegen, Eschkelklamber. Und fertig. Uiuiuiui. Red points. Den Hive-Bitten-Netter schießen. Da hängt eine Chaos-Bombe am Gepanzerten. Das ist lustig. Der ist voll verwirrt, der Gepanzerte, der dritte. Da ist. Brauchst du Hilfe? Nein, ich brauch nie Hilfe. Ich hab immer alles im Griff. Dass du sagst. Mhm. Keiner da. Geld? Hm? Da war Geld. Yeah, $16. Thank you.
Na also! Läuft. Yeah, der Hunter kann in Ruhestand. Und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hunt Showdown sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.